Hi, schön, dass ihr dabei seid. Heute geht es darum, deine Idee ist scheißegal, ohne Vertrieb bist du am Arsch. Mein Name ist Mario Andreas Stahl, ich bin Vertriebsleiter für die AI-Gruppe. Die AI-Gruppe ist für den ganzen Sermel hier so ein bisschen verantwortlich. Und warum spreche ich heute über dieses Thema? Wer gestern dabei war, Stefan und ich haben da schon mal so ein bisschen drüber gesprochen. Wir sind schon seit ein paar Jahren unterwegs und treffen immer wieder Unternehmen und junge Unternehmen, die sehr, sehr tolle Ideen haben. Und 2, 3 Jahre später hat das Ganze dann nicht geklappt und das lag dann vielleicht womöglich an der Umsetzung. Damit das nicht passiert, bleibt dran, schaut zu, denn ich gebe ein paar Praxistipps und diese Praxistipps sollen euch helfen, damit euer Unternehmen auch wirklich startklar ist. Ihr seht in der Präsentation oben ein Logo, Nabla B. Nabla B ist das kleinste und jüngste Baby der AI-Gruppe. Der Stefan lacht im Hintergrund. Wir sind erst seit Oktober offiziell am Start. Von daher seht es uns nach. Wir haben den Hackathon vorbereitet, Marketingmaterial, Internetseite etc. Das kommt alles in der nächsten Zeit. Wo möchten wir mit Nabla B? In erster Linie Beratungsdienstleistung anbieten im Bereich Ingenieurswesen, im Bereich Elektronik. Proof of Concept, ihr habt vielleicht eine tolle Idee, wir prüfen diese Idee, aber auch im Bereich Sales. Wir hatten jetzt in den letzten Wochen Gesprächen mit Menschen, die pädagogische Kisten für Eltern bauen. Und auch da haben wir aufgrund der langjährigen Erfahrung im E-Commerce durchaus die Möglichkeit, gute Ratschläge zu geben, und zu beraten. Ja, das mit diesen Wahrheiten ist immer so eine Sache. Vielleicht hat der ein oder andere von euch schon mal einen Marketing- oder einen Vertriebsworkshop gesehen, ein Webinar gesehen. Und es kommt einem immer so vor, als hätten die Menschen, die da sprechen, die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ich persönlich glaube, dass wenn jeder die Weisheit mit Löffeln gefressen hätte, dann wüssten wir alle, wie wir unfassbar schnell reich werden würden. Was ich damit sagen möchte, ist, jeder Mensch, und es ist völlig egal, ob es um Business geht oder im privaten Bereich, jeder Mensch, der mit euch spricht, der hat eine Meinung. Und ich glaube, das, was für einen selber wichtig ist, ist, diese Meinungen zu nehmen, zu hinterfragen und zu schauen, wie kann ich diese Meinung nutzen. Ich mag es persönlich unfassbar gerne, mit Menschen zu diskutieren, die anderer Meinung sind als ich. Denn wenn ich nur mit Menschen spreche, die immer meiner Meinung sind, dann kann ich mich persönlich absolut nicht weiterentwickeln. So, ja, wie wichtig ist denn jetzt nun die Idee? Und ich behaupte, die Idee ist ein winzig kleiner Teil. Stellt euch vor, ihr habt die Idee. Wie oft stehe ich vor Menschen, die sagen, boah, ich habe diese Hammeridee. Ich behaupte, die Idee ist 5% des Ganzen. Wenn wir davon ausgehen, dass wir am Ende erfolgreich sein möchten, dann glaube ich, dass ungefähr 5% die Idee ausmachen und 95% sind die Umsetzung. Und mit Umsetzung ist nicht nur das gemeint, was ich heute präsentiere, sondern mit Umsetzung ist alles gemeint. Wie ihr später mit Mitarbeitern umgeht, wie ihr, es kommen so viele Faktoren zusammen, die dafür sorgen, dass das später erfolgreich wird. Und die Idee ist vielleicht der kleine Funke, den man am Anfang braucht, aber um daraus ein Riesenfeuer zu machen. Hashtag Feuerwehr. Dafür bedarf es sehr, sehr viel mehr. Und dafür habe ich mal so ein, zwei Beispiele rausgesucht. Ein Beispiel, was mir bekannt ist, vielleicht kennt ihr diese Getränkemarke, Hashtag Product Placement. Wir bekommen keine Werbung, kein Geld von Coca-Cola, aber es ist eigentlich so eine klassische Geschichte. Der Erfinder von Coca-Cola, also der diese Rezeptur erfunden hat, hat, ich glaube, 2.300 Dollar für seine Idee bekommen, hat das Ganze verkauft und ein paar Jahre später ist das Unternehmen dann für 25 Millionen Dollar verkauft worden. Und diese Relation zeigt, glaube ich, auch ganz klar Idee-Umsetzung. Wenn ihr eine Idee habt und sie gibt und ihr gebt sie jemandem, der sie umsetzt, dann wird der damit reich werden und ihr halt nicht. Dementsprechend
konzentriert euch auf die Idee. Das nächste, was ich hier habe, ist das McDonald's Speedy-System. Ist mir direkt in den Sinn gekommen, weil ich vor kurzem auf Netflix einen ganz coolen Film gesehen habe. Kann ich auf jeden Fall empfehlen, ist ein Spielfilm. Aber es geht halt genau darum, dass die Brüder McDonald's dieses Speedy-System entwickelt haben und damit eigentlich das ganze Fastfood in Gang gesetzt haben. Die wollten ihr kleines Restaurant betreiben. Irgendwann kam jemand da vorbei, der denen eigentlich eine Eismaschine verkaufen wollte, hat das Ganze gesehen, hat daraus ein Franchise gemacht. Mittlerweile hat McDonald's einen Umsatz von 2019 hier von über 21 Milliarden Dollar. Was viele nicht wissen, McDonald's verdient vor allem sehr viel Geld damit, dass sie Immobilien besitzen. Also McDonald's, das Franchise-System ist super spannend. Also wir haben also diese Idee, wie können wir Essen sehr, sehr schnell und zubereiten, wie können wir viele Menschen mit Essen versorgen. Aber um dann die Weltherrschaft zu erreichen, brauchen wir andere Konzepte, brauchen wir andere Umsätze, brauchen wir andere Ideen. Und was ich euch absolut empfehlen kann, ist, konzentriert euch auf die Umsetzung. Zumal eure Idee sich auch entwickelt in dem Moment, wo ihr euch mit anderen Themen beschäftigt. Ja, wir wollen alle teure Autos fahren, in einer schönen Villa leben. Ich habe am Anfang gesagt, es geht hier um Meinung, meine persönliche Meinung, und die ist auf die Frage, ob jeder erfolgreich sein kann. Und da sage ich persönlich ganz klar nein. Also, wie viele Verkaufstrainer mich auf LinkedIn anschreiben, was ich an Werbung bekomme bei YouTube, natürlich falle ich da in eine gewisse Zielgruppe, und immer wieder höre ich diese Botschaft, hey, auch du kannst erfolgreich sein, so, du musst nur Schritt 1, 2, 3 befolgen, du musst nur mir 5.000 Euro überweisen und dann brauchst du nur noch 20 Minuten in der Woche arbeiten und kannst für den Rest deines Lebens chillen. Ich glaube, dass jeder Mensch sich permanent verbessern kann, wenn er das denn möchte. Wenn es eine Formel geben würde, die dafür sorgt, dass jeder erfolgreich wäre, dann glaube ich, könnten wir dieser Formel folgen und dann wären wir alle unfassbar reich und erfolgreich. Und dann wäre wieder die Frage, wenn wir alle unfassbar reich und erfolgreich sind, im Verhältnis zu was? Also wie reich und erfolgreich sind wir in einem westeuropäischen Land im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung der Welt zum Beispiel? Da auch mal jeder für sein Mindset, seht das, was ihr habt. Das heißt nicht, dass ihr keinen Antrieb haben sollt, aber seht das, was ihr habt, das, was gut ist in eurem Leben und das, was ihr erreicht habt. Ruft euch das ins Gedächtnis, um einfach positiv und gut drauf zu sein. Das nächste ist, Fleiß schlägt Talent. Es geht hier heute so ein bisschen um Vertrieb. Fleiß schlägt Talent. Aus meiner Sicht absolut. Also wenn ihr vielleicht von Natur aus eher introvertiert seid, wenn ihr euch schwer damit tut, Dinge zu verkaufen im ersten Schritt, daran kann man arbeiten, eine Grundmotivation. Also stellt euch vor, der eine ruft 10 Leute am Tag an und der andere ruft 100 Leute am Tag an. Auch wenn der mit den 10 Leuten sehr talentiert ist, wird der die 100 Leute am Tag anruft, definitiv erfolgreicher sein. Also fleißig sein, Vertrieb bedeutet viel, viel Arbeit, viel, viel Zeit in etwas investieren. Das ist kein Job, aus meiner Sicht kein 9-to-5-Job. Das geht weit darüber hinaus. Und mir macht es unfassbar viel Spaß, weil ich einfach sehr, sehr viele Menschen kennenlerne, weil ich sehr viel mit Menschen in Interaktion treten kann, weil ich mich immer wieder reflektieren kann, aber vor allem morgens aufstehen, sich selbst in den Hintern treten. Motiviert euch selbst. Es motiviert euch keiner. Vielleicht motiviert euch euer Chef, weil er sagt, oh, wenn du jetzt nicht die und die Zahlen holst, dann bist du deinen Job los. Oder er sagt, hey, wenn du die und die Zahlen holst, dann darfst du ein tolles Auto fahren. Motiviert euch selbst. Das ist der absolute Faktor. Seid fleißig. Ja, ist Glück ein großer Faktor? Das wird immer oft diskutiert. Die einen sagen, oh, Glück ist ja eigentlich total egal, weil wenn ich das und das und das und das beachte, dann wird jeder erfolgreich. Ich glaube, Glück ist ein super hoher Faktor. Mit einem Hinweis. Und das ist die Kombination aus dem Fleiß. Also, in dem Moment, wo ich, also meine Zeit ist begrenzt und ich kann dafür sorgen, dass innerhalb meiner Zeit,
die ich habe, ich es schaffen kann, möglichst viele Glücksfaktoren einzubeziehen. Also wenn ich auf eine Veranstaltung gehe, wo meine Zielgruppe vorhanden ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich dort einen Kunden bekomme, höher, als wenn ich mit meinen Freunden in eine Kneipe gehe zu der gleichen Zeit. Bedeutet, sorgt dafür, dass ihr diesen Faktor Glück, also dieses, ich habe die Möglichkeit, Menschen zu treffen, ich habe die Möglichkeit, Gelegenheiten zu schaffen. Ich glaube, das ist das Wichtige, Gelegenheiten zu schaffen, dass ihr das in eure Strategie, in euren Plan mit einbaut. Und dann ist es aber, kann euch keiner sagen, auch wenn das die teuerste Veranstaltung ist, auf die ihr geht, auch wenn ihr sonst was, ihr könnt in der Straßenbahn könnt ihr jemanden treffen, der am Ende euer Geschäftspartner fürs Leben wird. Also ja, Glück ist auf jeden Fall ein Faktor. Sorgt dafür, dass ihr möglichst viele Glücksmomente, möglichst viele Gelegenheiten schafft. Ja, jetzt fange ich an mit ganz, ganz klaren Praxistipps. Generell, der Vortrag bezieht sich nicht nur auf Startups, also auch gerade in dieser C-Zeit ist es, glaube ich, so, dass viele Unternehmen gerade darüber nachdenken, wie sie sich vertrieblich vielleicht anders aufstellen. Aber die Intention dahinter war halt wirklich zu sagen, okay, wir möchten Startups so beraten, dass sie sich auf Umsetzung konzentrieren, dass sie sich darauf konzentrieren, Dinge schnell voranzutreiben, und hier ein paar Tipps aus meiner Praxis. Der erste Tipp, über den ich gehe gleich im zweiten Schritt gehe ich etwas näher darauf ein. Der erste Tipp ist, sprich drüber. Super wichtiges Thema, weil ich glaube, dass ich treffe oft Menschen, die Hemmungen haben, über ihre Idee erstmal zu sprechen. Halte ich für einen ganz großen Fehler. Kommunizieren über den Nutzen ist auf jeden Fall, wenn ihr über etwas sprecht, tauscht die Features über das, was ihr habt, gegen die Benefits, die es euch liefert. Schaut euch um, also werdet zum Experten zu eurem Thema. Schaut euch um, was auf den Märkten um euch herum passiert, dass ihr nicht am Ende überholt werdet, dass nicht am Ende jemand daherkommt. Macht euch einen Plan und dann zieht los und treibt euer Produkt, eure Dienstleistung in die Welt. Sprich drüber. Ja, eine kleine Anekdote. Ich saß mal in einem Business-Meetup in einem Kreis. Ich weiß nicht, ob mein Freund und Kollege, der das Ganze geleitet hat, gerade zusieht. Auf jeden Fall, ich glaube, wenn ich darüber anfange zu sprechen, weiß er sofort, was gemeint ist. Das war der absolute Klassiker, und das live mitzuerleben, on top. Also wir saßen an einem Kreis und da war eine Frau, die hatte eine Idee. Ich weiß bis heute nicht, welche Idee das war. Sie hat nicht darüber gesprochen, und irgendwann im Laufe des Gesprächs hatte sie dann so viel Vertrauen zu meinem Kollegen, der das Meetup geleitet hat, aufgebaut und hat es ihm dann ins Ohr geflüstert. Und er reagiert ungefähr so, dass er sagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass es das noch gar nicht gibt, nimmt sein Smartphone raus, tippt einen Begriff bei Google ein und sieht, wow, also das Ganze kostet hier 7,95 Euro. Also wenn du das jetzt für deutlich weniger anbieten kannst, dann ist das echt eine tolle Sache. Und das ist, also ich weiß nicht, wie lange sich diese Frau vorher mit ihrer Idee beschäftigt hat und dass sie es bloß keinem erzählt, weil die kann ja irgendwer klauen. Natürlich kann jemand eine Idee klauen, aber wenn mir jetzt einer mit einer Idee daherkommt, ich habe ganz andere Sachen zu tun, als diese Idee zu nehmen und sofort umzusetzen. Ihr habt den Stefan, ihr habt den Odin kennengelernt. Also wir waren heute Morgen im Frühstückstalk, und wenn der Odin, wenn man dem sagt, hey, lass uns mal über Ideen sprechen, dann hat er innerhalb von 3 Minuten 20 Ideen auf seinen Zettel geschrieben. Also, und die sind alle irgendwo nachvollziehbar und gut. Die Frage ist, worauf konzentriere ich mich dann und welche Idee davon möchte ich am Ende eigentlich umsetzen? Also, macht kein Geheimnis draus. Ganz wichtig, holt euch Feedback, wenn ihr über etwas sprecht, und das ist nicht unbedingt immer der Privates- und Freundeskreis, weil, also holt euch Feedback von Menschen, die eine Ahnung davon haben,
vielleicht nicht von eurem Business, vielleicht nicht genau von dem Case, aber Menschen, die schon mal vielleicht ein erfolgreiches Business gemacht haben. Das ist unfassbar wichtig, weil ihr natürlich in eurem Freundes- und Privatkreis neigen die Menschen dazu, euch zu sagen, boah, das ist eine super Idee, ey. Ich glaube, ey, damit wirst du auf jeden Fall reich. Das ist wie Facebook. Wenn ich irgendwann noch mal höre, boah, wir haben da jetzt voll die tolle Plattform-Idee, ich glaube, ja, ich habe so viele Plattform-Ideen in den letzten Jahren um die Ohren geflogen bekommen. Ich kann mit drei Fragen oft jeden Menschen, der echt lange an seiner Plattform-Idee hat, so aus dem Konzept bringen, dass er hoffentlich dann darüber nachdenkt, ob das Ganze eine wirklich tolle Idee ist. Als ein Beispiel. Ja, sprecht auch vor allem nicht nur über eure Idee und über euer Produkt, sondern sprecht darüber, wie ihr das Ganze umsetzen möchtet. Also legt den Fokus, ihr habt die Idee ist fix, aber legt den Fokus, wie verbreite ich das Ganze? Und da sprecht mit Menschen drüber, weil die geben euch permanentes Feedback. Das heißt nicht, dass die alle richtig, dass alle da, dass das immer richtig ist, was man bekommt, aber das hilft euch dabei, eine größere Meinungsblase zu bekommen und dann vielleicht sich dann für einen Weg entscheiden. Ganz wichtig, nicht beleidigt sein. Also wenn jemand vor euch sitzt, der sagt, ey, ganz ehrlich, deine Idee, dein Umsetzungsplan, das wird so nicht funktionieren. Das ist das beste Feedback, was ihr bekommen könnt, wenn es denn dann noch begründet wird. Also wenn euch jemand sagt, warum er denkt, dass es nicht funktioniert, das ist so viel mehr wert als 10 Leute, die euch sagen, hey, super, mach das auf jeden Fall. Nehmt das. Das heißt ja nicht, dass der die Wahrheit weiß, aber vielleicht ist es absolut berechtigte Kritik und vielleicht, also seid nicht so stolz und denkt, oh, der hat ja eh keine Ahnung und nee, aber mein Produkt ist ja super gut. Nein. Seid nicht beleidigt, nehmt das Feedback dankend an. Das ist absolute Dankbarkeit, die ich verspüre, wenn mir jemand sagt, Mario, konzentriere dich nicht die nächsten 3 Monate auf diesen Bereich, da verschwendest du deine Zeit. Und wenn ich drüber nachdenke und auf einmal merke, ja, wahrscheinlich hat er recht, dann habe ich 3 Monate Zeit gespart. Wie gut ist das denn bitte? Ja, schau dich um. Super wichtig, immer up-to-date zu sein. Also, ich habe gerade schon gesagt, dass der erste Schritt ist es erstmal Google zu nutzen, ne? Und Google nicht mit einer Suchabfrage, sondern auch wirklich mal zu schauen, welche anderen Firmen gibt es, die ähnliche Produkte herstellen oder herstellen könnten. Also wer ist wirklich potenziell Konkurrent, Mitbewerber heute oder in der Zukunft? Welche Preise gibt es, wenn ihr bei Google nicht weiterkommt? Es gibt ganz viele Dienstleistungen und Produkte, wo erstmal kein Preis dran steht. Hey, ruft da an. Ruft da an und sagt, boah, ihr habt da so ein cooles Zeug. Ruft nicht an und sagt, ich will eigentlich das Gleiche machen oder ich habe eine viel bessere Idee, die geht in den gleichen Bereich. Ruft da an, holt euch ein Angebot ein. Da muss man ja nicht insofern lügen, man kann ja sagen, dass man sehr großes Interesse daran hat, an diesem Produkt und dass man doch gerne einen Preis haben möchte. Ihr lernt dann von den Mitbewerbern, wie die ihre Preisgestaltung machen. Ihr lernt den Sales-Prozess von denen kennen. Gerade wenn ihr einen erfolgreichen Mitbewerber habt, könnt ihr so viel von dem lernen. Ja, es ist keine Kunst, ja. Fachmagazine, Newsletter, abonniert, was das Zeug hält, schaut, dass ihr Kanäle findet, das kann alles Mögliche sein, Twitter, YouTube-Kanäle, schaut, dass ihr Kanälen folgt und ihr seid innerhalb kürzester Zeit Experten. Denn das ist absolut wichtig, seid nicht nur Experte für eure Idee, seid Experte für den Markt, um den es geht. Ja, also das hört nie auf. Dieser Punkt ist ein immerwährender Prozess, egal ob ihr gerade kurz davor seid zu gründen, ob ihr eine Idee habt oder ob ihr 20 Jahre im Business seid. Dieser Punkt hört nie auf und es ist absolut wichtig, auf den Markt reagieren zu können, auf Mitbewerber reagieren zu können, auf so Sachen wie die C-Situation reagieren zu können und Entscheidungen zu treffen, strategische Entscheidungen zu treffen. Dafür brauche ich gute, qualifizierte Informationen, die ich auswerten muss. Ja, mach dir einen Plan. Super schön. Das ist. Also auf der einen Seite ist es natürlich so, dass es sehr wichtig ist, sich eine Strategie zu machen. Auf der anderen Seite kommt gleich auch noch ein anderer Punkt, der vielleicht
hoffentlich nicht zu sehr dagegen spricht. Mit macht ihr einen Plan, meine ich, dass ihr euch mit Marketing-Themen beschäftigen müsst, dass ihr euch mit so Themen, ich habe es jetzt hier einfach mal reingeschrieben, Customer Journey, wenn ihr gar nicht wisst, was es ist, ich habe nicht so viel Zeit, das in Gänze mit euch auszuarbeiten, aber schaut euch da mal ein paar Beiträge zu an. Es gibt Entschuldigung, im Hintergrund. es gibt unfassbar tolle Möglichkeiten herauszufinden, wer deine Zielgruppe ist, wo die Zielgruppe ist, welche Kanäle in Frage kommen, um diese Zielgruppe zu erreichen. Und da wird immer sofort, gerade habe ich das Gefühl, wird immer von Online-Marketing gesprochen. Das ist so abhängig davon, was ihr verkaufen wollt und an den Mann bringen möchtet. Also wenn ihr offline unterwegs seid, das heißt, ihr engagiert euch in Verbänden vielleicht, ihr seid in Vereinen aktiv, überall da, wo ihr Menschen treffen könnt, die euch weiterhelfen. Das können spannende Kontakte sein, das können potenzielle Kunden sein. Schaut, dass ihr Zeit mit Menschen verbringt, die euch weiterbringen. Absolut wichtig, aber im ersten Schritt überlegen, wo sind diese Menschen und wer sind diese Menschen, damit ich diesen Faktor Glück, weil ich habe nur begrenzte Zeit, darauf ausrichten kann, möglichst viele interessante Menschen zu treffen. Dann geht es natürlich darum, jetzt treffe ich diese Menschen, welche Bedürfnisse haben meine Kunden? Wo ist der Schmerzpunkt? Und wenn ich jetzt mit einem Bauchladen rumlaufe, klassisch der klassische Vertriebler, der kommt ja immer mit so einem Koffer an und sagt, ach und das hier und ach, das passt zu ihren Augen und das wäre echt schön, wenn sie ihrer Frau das hier noch mitbringen möchten. Also ich kann nur, seid erstmal ein angenehmer, seid jemand, der ernst genommen wird, mit dem man sich gerne unterhalten möchte, und dann sprecht auch über die Bedürfnisse. Also in dem Moment, wo ihr nachfragt, gerade auch in dieser C-Situation, wie läuft es denn bei euch gerade? Erzählen die Menschen gerne darüber. Viele Menschen sitzen gerade in ihrem Homeoffice und die sind total froh, wenn da jemand anruft und fragt, wie geht's dir denn gerade? Und vielleicht entsteht dann daraus ein Gespräch, wo ich was anbringen kann. Vielleicht erfahre ich aber auch schon in der ersten Zeit etwas, okay, die sind gerade, da brennt die Hütte. Der hat für alles einen Kopf, aber weder für das Telefonat gerade, weder für das Gespräch, noch dafür, dass ich da jetzt Dienstleistungen anbringen kann. Also bin ich lieber jemand, der nicht aggressiv meinen Bauchladen rausholt, sondern der positiv in Erinnerung bleibt. Wenn ich keine Verkaufschance sehe an dieser Stelle, bleibt positiv in Erinnerung. Macht euch Gedanken zur Ansprache. Also wir haben in der AI-Gruppe verschiedenste Firmen mit verschiedensten Dienstleistungen, mit verschiedensten Zielgruppen. Und ich spreche, gehen wir mal davon aus, ich habe am Tag zwei Termine. Der erste Termin ist bei einer Medienagentur, der zweite Termin ist bei einer Bank. Ich werde mit den Menschen von der Medienagentur komplett anders sprechen als mit den Menschen von der Bank. Ich hoffe, das ist nachvollziehbar. Also wenn ich mir eine Pommes holen gehe, dann rede ich anders mit dieser Frau. Nicht, weil ich sie nicht respektiere, sondern weil, wenn ich sage, oh, schönen guten Tag, Frau so und so, wären Sie so freundlich und würden mir gerne diese Pommes frites mit etwas Mayo geben, dann schmeißt sie mich aus dem Laden raus. Also wirklich schaut, dass ihr euch darauf vorbereitet, eine Ansprache zu wählen aufgrund der Person, die ihr denkt, der typische mittelständische Unternehmer ist ein anderer Sprech als der Hochschulprofessor, den ihr habt, vor euch habt. Ja, Customer Journey habe ich gerade schon gesagt, gehe ich nicht weiter darauf ein, ist eine Möglichkeit. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Customer Journeys durchzuführen. Schaut euch da mal ein bisschen um. Es gibt unfassbar viel im Netz. Das heißt nicht, dass alles, was man da findet, gut ist, aber da kriegt man auf jeden Fall Orientierung, wo man sich dran langarbeiten kann, um herauszufinden, wo ist meine Zielgruppe etc. Also Zielgruppenanalyse, unfassbar wichtig. Dann kommt das Thema Pipeline. Da gehe ich gleich noch ein bisschen mehr im Detail drauf ein, was eine Pipeline ist. Kann ich jetzt schon ganz kurz anreißen. Eine Pipeline bedeutet,
dass ich eine strukturierte Vorgehensweise habe, wie ich meinen Vertriebskanal aufbaue. Ja, machen statt denken. Ne? Erst sage ich, mach den Plan und dann sage ich, machen statt denken. Diese Phase der Analyse, des sich Umschauens etc., die ist unfassbar wichtig. Aber wenn ich mir permanent nur darüber Gedanken mache, was da passiert, finde ich gar nicht heraus, was funktioniert und was nicht funktioniert. Wenn ihr ein großes Produkt habt, also schaut, dass ihr möglichst schnell in Märkte reinkommt, dass ihr möglichst schnell mit Kunden zusammen agiert, eure Idee weiterentwickelt, euer Produkt weiterentwickelt. Fangt klein an, baut euch nicht einen riesen Kostenapparat auf und dann auf einmal merkt ihr, oh, unser Produkt ist echt gut und jetzt müssen wir es noch verkaufen. Das kann durchaus parallel laufen. Hängt natürlich von euren zeitlichen Ressourcen ab, aber jeder, der gründet und solo-selbstständig ist, vielleicht als Berater unterwegs ist, hat immer die Situation, dass er natürlich in Projekten, in denen er gerade aktiv ist, Geld verdient, aber wenn das Projekt vorbei ist und es kein Anschlussprojekt gibt, was passiert als nächstes? Also gerade im Projektgeschäft etc. Ihr habt einen Kunden, den ihr gerade glücklich gemacht habt. Ihr müsst permanente Akquise betreiben, ihr müsst permanent dafür sorgen, dass ihr das Rad am Laufen haltet. Unfassbar wichtig. Und gerade wenn ihr am Anfang seid, schaut, dass ihr vielleicht, auch wenn ihr ein großes Produkt habt, eine große Palette habt, dass ihr einen kleinen Teil davon nehmt, dass ihr damit reingeht. Das heißt nicht, dass ihr euch unter Wert verkaufen sollt. Preisgestaltung ist nicht Teil dieses Workshops. Da kann man verschiedenste Ansätze haben. Aber schaut, dass ihr die Hürde, zu euch zu kommen. Die Menschen müssen am Ende eure Kunden sein. Und diese Kunden verzeihen euch eine ganze Menge, gerade wenn ihr ein junges Unternehmen seid, aber ihr braucht Kunden. Also nehmt eure Leistung, minimiert sie, dass sie nicht gleich 20, 30, 100, 8 Millionen Euro kostet, was vielleicht eine Möglichkeit sein kann, dass die Leute nicht zu euch kommen, sondern versucht, Kleinstleistungen anzubieten, um erstmal ein gutes Projekt abgeschlossen zu haben. In dem Moment, wo ihr einen Kunden habt, der zufrieden war mit einem kleinen Teil Leistung, ist die Wahrscheinlichkeit, also bekommt ihr A, Feedback zu eurem Produkt, zu eurer Dienstleistung, ihr könnt euch weiterentwickeln. Die ganze Planung vorher, was ihr, eure Idee, das wisst ihr nicht. Das wisst ihr nicht. Die Kunden wissen aber, was sie brauchen und die sagen euch das, was sie brauchen, wenn ihr gut mit euren Kunden umgeht. Und ihr habt direkt einen anderen Einstieg, wenn ihr dann einen Upsell macht, wenn ihr größere Produkte entwickelt habt, wenn ihr andere Sachen anbringen möchtet, könnt ihr dort anrufen, denn dann habt ihr keine kalten Kontakte mehr, dann habt ihr warme Kontakte, dann habt ihr Menschen, die erfolgreich mit euch zusammengearbeitet haben. Also seht zu, dass ihr möglichst schnell kleine Sachen auf den Markt bringt, holt euch das Feedback, analysiert das Ganze, wächst gemeinsam mit den Kunden. Unfassbar wichtig. Also, ich bleibe noch mal ganz kurz dabei, weil, also auch wie wir vorgehen, ja, wir wissen oft ja nicht, ob eine Idee funktioniert und wir starten sehr, sehr viele Ideen und wir haben einen ganz, ganz klaren Ansatz. Wir können jetzt jemanden 3 Tage hinsetzen, der anfängt, Märkte zu analysieren, der anfängt zu schauen, ob was, wer, wie, wo, wann, was, wie kauft. Oder wir erstellen mal eben einen Webshop, schmeißen das Ganze ins Internet, orientieren uns an ein bisschen Erfahrungswerten daran und dann gucken wir in 3 Monaten, hat jemand was gekauft oder nicht? Also haltet den Aufwand absolut minimal, weil in den 3 Tagen, wo wir eine Analyse machen könnten, haben wir schon den ganzen Webshop offen und können starten. Das ist viel, viel effektiver und wir sehen viel schneller, funktioniert was nicht. Ja. Kommuniziere über den Nutzen und den Main Fact, den habe ich gerade eigentlich schon gesagt. Also es ist ja unfassbar, wenn Menschen über ihr Produkt, über ihre Sache sprechen und ich bin nicht im Fachthema und ich frage, hey, was verkauft ihr da? Und ich bin abgehängt nach den ersten 2 Sätzen, weil da so viele Fachbegriffe drin vorkamen, die ich nicht zuordnen kann, die ich nicht kenne. Interessiert es mich auch überhaupt nicht, was das Ganze ist, weil das ist nicht wichtig. Kommuniziert über den Nutzen. Macht einfache Sprache und jetzt kommt, ja, aber meine Zielgruppe, das sind ja Fachabteilungen und Fachentwickler und die wissen, worüber ich spreche. Ja,
Absolut. Es ist wichtig, dass ihr die Fakten habt und parat habt, aber im ersten Schritt unfassbar mehr wichtig, dass ihr über den Nutzen sprecht. Was ist das Besondere an eurem Produkt? Warum hilft dieses Produkt bei dem Painpoint des Kunden? Also fragt nach dem Pain, fragt, hey, wie läuft es gerade bei euch? Oh ja, und ey, ich habe da was. Hilft an dieser Stelle und ihr seid ganz in einem ganz anderen Gespräch als, also unser neuestes Produkt hat aber jetzt ein Megahertz von bla 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 bla. Ihr wisst manchmal ja gar nicht, wer vor euch steht. Gerade auf einer Messe wisst ihr nicht, wer vor euch steht. Übrigens ein Tipp, fragt mal nach. Also ganz oft komme ich an einen Messestand und dann steht ein Vertriebler und dann hampelt der die ganze Zeit vor mir. Und erzählt mir was von seinen Produkten und von den ganzen Features. Und dann denke ich mir, hätte der mich jetzt gefragt, wer ich bin und was ich mache, hätte er seine Ansprache, wenn er gut ist, sehr schnell auf mich individualisieren können. Unfassbar, wie viele unfähige Sales-Leute es da draußen gibt. Ja, das ist genau das Thema. Geh auf deinen Kunden ein. Und hier ein ganz klarer Tipp, den ich euch empfehlen kann. Es gibt Videos von Simon Sinek. Und Simon Sinek ist in erster Linie gar kein klassischer Verkaufsberater, aber er hat auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Video, wo es darum geht, warum du dein Produkt verkaufst. Also er behauptet, dass die Menschen dein Produkt nicht kaufen, des Produktes wegen, sondern weil du es verkaufst. Also in dem Moment, wo du eine gut begründete Intention darlegen kannst, warum du das Ganze tust, hast du einen sehr, sehr guten Faktor. Also Beispiel, warum arbeite ich in der AI-Gruppe? Weil ich es gut finde, Technologien voranzutreiben, die den Menschen am Ende helfen und dafür sorgen, dass unser aller Leben einfacher, smarter wird. Hashtag Smart City. Also, wie gesagt, warum verkauft ihr euer Produkt? Was sind die USPs und also was sind die Besonderheiten auch im Vergleich zu Mitbewerbern? Aber dann nicht die Features, hey, wir können 3 Hertz mehr, wir können 5-mal so groß. Nein, das macht das Ganze schneller, besser, sonst was. Also nehmt die Benefits daraus und formuliert euch die. Ja, Vertrieb versus Marketing. Irgendwie, ich weiß es nicht so hundertprozentig, aber ich glaube, dass es doch sehr viele Unternehmen gibt, die das sehr strikt kennen. Also wir haben auf der einen Seite haben wir die Menschen, die sind im Marketing, die machen das ganze Material, die planen die Messestände, die versuchen irgendwie dem Produkt eine Emotion zu geben. Und dann ist da ein Cut und dann ist da der Vertrieb und der Vertrieb ist beim Kunden. Ich persönlich halte von dieser Silo-Trennung überhaupt rein gar nichts. Ich glaube, dass ein guter Vertriebler sich genauso mit Marketing-Themen beschäftigen sollte. Und ich glaube auch, dass Marketing am Ende auf den Vertrieb abgestimmt sein muss, damit das Ganze erfolgreich wird. Also Vertrieb versus Marketing. Stellt euch die Frage, was ist Marketing? Alleine das jetzt zu beantworten, ist sehr, sehr groß. Was ist Vertrieb? Aber wenn ihr die beiden Sachen mal nehmt, euch untereinander schreibt, dann seht ihr, da gibt es große Schnittmengen, Fragestellungen, wo sich sowohl Vertriebler als auch Marketingmenschen mit beschäftigen sollten. Sei es die Ansprache, ob ich jetzt die Ansprache als Vertriebler am Telefon beim Kunden mache, in einem Cold Call, oder ob ich die Ansprache auf einer Internetseite habe. Das ist definitiv was anderes. Ich kann nicht die Ansprache auf einer Internetseite nehmen, auf einer Landingpage und in einem Cold Call anwenden. Aber in dem Moment, wo ich mich damit beschäftige, wie spreche ich jemanden bei einem Cold Call an und wie schaffe ich es, auf einer Landingpage die Leute zu bekommen, beschäftige ich mich damit, dass ich Empathie aufbaue, dass ich mich mit meinem Gegenüber beschäftige und das ist ein immerwährender Prozess, wie ihr euch verbessern könnt in dem im Verkaufen von Dingen. Ja, also stellt euch die Frage, wo ist der Unterschied, wo sind die Gemeinsamkeiten und seht vor allem zu,
dass es, also macht da nicht diese klare Trennung. Auch im Unternehmen, jetzt habt ihr vielleicht eure 10 Außendienstler da sitzen, die aber alle nicht in der Lage sind, mit LinkedIn umzugehen, obwohl auf LinkedIn eure Zielgruppe ist, hat die Marketingabteilung herausgefunden. Also das darf keine Konkurrenz zwischen den beiden geben, sondern es muss, sollte Synergien geben. Denn am Ende geht es, sollten alle in die gleiche Richtung laufen. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass in einem Unternehmen alle in eine Richtung laufen und Vertrieb und Marketing zieht an einem Strang, vor allem auch, weil sie viele Gemeinsamkeiten haben. Ja, mit Struktur zum Erfolg. Also jetzt geht ihr auf eine Veranstaltung. Ja, aufgrund der Zielsituation ist das vielleicht gerade nicht gegeben. Ihr werdet, wenn ihr unterwegs seid, wenn ihr euch auf Bühnen stellt als Experte, wenn ihr Webinare gebt, egal woher, ihr werdet Kontakte bekommen. Und ihr werdet unfassbar viele Kontakte bekommen, meistens in Form von Visitenkarten oder E-Mail-Adressen. Und das Wichtigste ist, schnell zu entscheiden, welcher Kontakt davon ist wichtig. Also auf 3 Tage Messe macht ihr so um die 80, 90 Kontakte vielleicht. Die könnt ihr also da vorzuqualifizieren und zu sehen, okay, ja, ich habe ein Produkt für Bildungsdienstleistungen und das war jetzt ein Lehrer. Geht die Kette durch, ist der Lehrer derjenige, der diese Bildung, der findet das richtig gut, der stand da, der war total begeistert, ich habe den 2 Stunden lang bespaßt. Ist der Lehrer derjenige, der die Entscheidung trifft, das Produkt zu kaufen? Oder ist es eine andere Instanz? Also geht solche Ketten durch und dann qualifiziert, wie wichtig sind die Kontakte wirklich für euch? Unfassbar wichtig. Meldet euch bei allen, bringt euch, also ist es, vielleicht hat der Kontakt des Kontaktes wieder einen Freund etc. Also sorgt dafür, dass ihr im Gedächtnis bleibt, aber konzentriert euch auf die wichtigen Kontakte. Ja, was ist ein Lead? Ein Lead ist ein potenzieller Kunde. Ein Lead ist jemand, dem ich potenziell etwas verkaufen kann. Und ihr habt wichtige Kontakte, die sind keine Leads. Zum Beispiel, mir fällt direkt die Bochumer Wirtschaftsentwicklung ein. Wenn ich jetzt nicht gerade Seifenspender habe und der Mensch von der Bochumer Wirtschaftsentwicklung sagt, oh, wir brauchen Seifenspender ganz dringend in unserem Gebäude. In dem Fall könnte auch die Wirtschaftsentwicklung ein Lead sein. In der Regel ist es aber so, dass die Wirtschaftsentwicklung vor allem dabei hilft, ein Netzwerk aufzubauen und einfach Veranstaltungen organisiert etc. Mir vielleicht die Möglichkeit gibt, mich mal auf eine Bühne zu stellen. Super wichtige Kontakte, aber keine Leads. Leads sind dann Menschen, die potenziell was kaufen würden. Also es geht hier gerade kurz um Struktur und umso länger ihr dabei seid, ihr bekommt irgendwann eine Kontaktliste, die geht weit über 1000 hinaus. Und ich sehe Namen in meinen Freundeslisten auf den sozialen Medien, ich habe Visitenkarten in der Hand. Ich weiß aus dem Kopf, also wenn ihr glaubt, dass ihr euch das alles merken könnt, ich kann es nicht. Und deshalb unfassbar wichtig, sobald ihr einen Kontakt habt, macht euch eine Notiz zu dem Kontakt, wo ihr ihn getroffen habt, was sind seine Themen. Also alles das, was in dem Gespräch an Informationen war, schreibt es euch auf und organisiert das Ganze. Also eine Zettelwirtschaft, auch wenn ihr wirklich bei 1000 Leuten seid, ihr schafft es nicht mehr, das Ganze irgendwie analog abzuspeichern. Da kann ich ein ordentliches CRM auf jeden Fall empfehlen. CRM steht für Customer Relation Management System. Es gibt CRM-Systeme, die genau sowas machen. Ich lege einen Kontakt an, ich habe eine Notiz, kann das Ganze chronologisch nachverfolgen, kann auch sehen, habe ich irgendwo angerufen, etc. Das heißt, ich bekomme auf einen Blick chronologische Daten, die wichtig sind und mir beim Verkaufsprozess helfen. Denn jetzt ruft mich jemand an und wie cool ist das denn, wenn ich auf Anhieb sagen kann, ach Herr Meier, wie war es denn im Urlaub? Weil ich mich vor 6 Monaten mit ihm unterhalten habe und er gesagt hat, oh, ich gehe jetzt erstmal 3 Monate auf Safari in Afrika. Also wenn ich solche Informationen schnell parat habe, habe ich einen unglaublichen Vorteil darin, mit den Menschen auf einer persönlichen Ebene zu sprechen. So, jetzt kommen die Leads in eine Pipeline. Und das ganze Thema Pipeline, alleine darüber könnte ich jetzt stundenlang vortragen. Eine Pipeline ist im Endeffekt ein Konzept, wo ich
Sachen in verschiedene Phasen einteile. Also, wir gehen davon aus, ich bin auf einer Messe, ich habe 100 Kontakte gemacht oder ich habe mir eine Adressliste gekauft mit 100 Kontakten. Alle Kontakte, die ich dann da angerufen habe, alle Kontakte auf der Messe, von denen ich denke, dass ich was verkauft habe. Also ich habe am Feedback bekommen, ja, wir haben Interesse oder, oh, das könnte spannend sein, der ist qualifiziert, der kommt ganz vorne in diese Liste rein. Dann kommt an diese Phase, dann kommt an den Kontakt eine Zahl, und zwar die Zahl, die ich glaube, welchen Umsatz ich damit machen kann. An welcher Stelle in der Pipeline ich jetzt diesen Umsatz direkt dran schreibe, ob ich das ganz vorne dran schreibe, weil ich habe eh nur ein Produkt, das kostet immer 5.000 Euro und ich weiß, der will eins davon kaufen, dann kann ich das tun. Wenn ich Dienstleistungen habe und kann das in einer sehr frühen Phase noch nicht abschätzen, ja, kann man drüber streiten. Sorgt dafür, dass ihr solche Sachen sehr, sehr schnell klärt. Gerade die Budgetfrage ist super wichtig, klärt die so früh wie möglich, um das einschätzen zu können. Der zweite Faktor ist in eurer Pipeline. Also wenn ihr Pipeline googelt, dann findet ihr da ganz tolle Sachen und Möglichkeiten. Von daher, der zweite wichtige Faktor ist die Verkaufswahrscheinlichkeit. Und ich gehe jetzt mal von einem ganz konservativen Modell aus. Das heißt, ich habe den Kontakt und ich habe 100 Kontakte, dann habe ich eine 1%ige Verkaufswahrscheinlichkeit. Also wenn ich 100 Kontakte anrufe, dann verkaufe ich einem etwas. Dann kommt vielleicht der nächste Schritt, oh, ich habe den Kontakt aufgebaut. Ich habe den Entscheider kennengelernt, ich habe den Bedarf analysiert. Das heißt, ich bin mir sicher, die brauchen das. Dann sollte ich auf jeden Fall einen Preis dran schreiben können. Angebotsphase bedeutet, ich habe ein Angebot rausgeschickt, bewertet man in der Regel bei 50%, bedeutet, ich habe ein Angebot rausgeschickt, zwei Angebote, ein Auftrag. Dann kommt eine Verhandlungsphase und am Ende gibt es die mündliche Zusage, die bewertet man mit 90%. Ich habe schon mündliche Zusagen bekommen und auf einmal sind irgendwelche Sachen aufgrund von der C-Situation vielleicht doch nicht zustande gekommen, wo am Ende kein Mensch was zukonnte. Also wenn ihr 10 mündliche Zusagen habt, dann macht ihr 9 Verkäufe. Und da ist es wirklich wichtig, innerhalb dieser Phasen, in jedem Gespräch, und das ist so ein Vertriebshack, und dass das nicht klar ist, ist eigentlich, dass ich das überhaupt erwähne. Also es ist so unfassbar logisch und es ist auch so unfassbar wichtig. Bleibt verbindlich, immer. Also, damit meine ich, am Ende eines jeden Gesprächs, wann darf ich mich das nächste Mal melden? Dann komme ich in 2 Wochen nochmal auf Sie zu und wir besprechen das Ganze. Also egal, ob die gerade keine Zeit haben, holt euch die Zusage, dass ihr euch wieder melden dürft, dass ihr am Ball bleibt. Und diesen Termin nehmt ihr und schreibt den entweder in euer CRM oder in den Kalender, sodass ihr dann an dem Punkt seid, ich bekomme eine Nachricht über meinen Kalender, Frau Meier, mit der ich vor 3 Wochen telefoniert habe, die darf ich jetzt wieder anrufen. Bums, ihr bleibt nur dann am Ball, fleißig sein. Also wie gesagt, irgendwann habe ich vorne 1.000 Kontakte und mein Kalender sagt mir jeden Tag 150 Leute anrufen und fragen, hey, wie ist der Stand gerade? Vertrieb ist Arbeit, Vertrieb ist Zahlenspiel, bleibt immer am Ball. Dieses, also aus einem Termin herauszugehen und wir bleiben in Kontakt. Nein, nie. Niemals. Wir bleiben in Kontakt oder, oh, kommen Sie doch auf mich zu. Nein, der Kunde kommt nicht auf euch zu. Also wenn ihr euch, der hat andere Sachen im Kopf als die Dienstleistung oder das Produkt, von dem man noch gar nicht weiß, dass er es braucht vielleicht. Ja? Der sagt, boah, ist total toll, ich melde mich bei Ihnen. Ey, total nett, dass Sie sich bei mir melden möchten. Falls Sie nicht auf mich zukommen, dann würde ich mich in 3 Wochen, und Sie es mir erlauben, dann rufe ich Sie in 3 Wochen nochmal an. Fertig. Und ich habe die Zusage, ich kann beim nächsten Mal anrufen und sagen, ach, wir haben ja besprochen, dass ich Sie in 3 Wochen, dass ich Sie nochmal anrufen und nach dem Stand fragen darf. Fertig. Ganz einfaches Prinzip, Verbindlichkeit herstellen. Ja, damit habe ich diese ganzen Hacks einmal durch. Ganz kurz. Ich habe noch 4 Minuten. 3 Minuten, 4 Minuten. Kann ich hier in Telegram rein gerade oder?
Oder kannst du mir Fragen stellen, falls Fragen, also stellt vielleicht gerne Fragen jetzt gerade noch, wenn ihr Fragen habt, in die Telegram-Gruppe. Der Stefan sitzt hier im Hintergrund und der liest mir dann die Fragen vor und dann nutzen wir die paar Minuten noch und beantworten die. Oh, das ist sehr, sehr spannend. Also ich habe ursprünglich mal Technik und Informatik studiert. Also allein damit füllen wir jetzt schon 5 Minuten aus. Ich habe ursprünglich mal Technik und Informatik auf Lehramt studiert, habe 1,5 Jahre als Lehrer gearbeitet, habe dann entschlossen, kein Lehrer mehr zu sein, habe 3 Jahre einen Betrieb geleitet und das hat super viel Spaß gemacht. Und da habe ich dann nach den 3 Jahren entschieden, dass ich die Fähigkeit besitze, zwischen einem Entwickler, also ich habe den Bedarf auf jeden Fall erkannt, dass es auf der einen Seite Entwickler gibt und auf der anderen Seite einen Kunden. Und eine klassische Situation in dieser Konstellation ist, die beiden treffen sich, die verabreden irgendwas, gehen auseinander, der Entwickler baut, der Entwickler macht genau das, was der Kunde gesagt hat. Der Entwickler hat nicht die Fragen gestellt, um den Bedarf komplett zu analysieren beim Kunden. Und die treffen sich und dann knallt's. Also diese Situation hatte ich, während ich diesen Betrieb geleitet habe, das ein oder andere Mal. Und da bilde ich unfassbar gern die Kommunikationsschnittstelle, weil ich kann nicht entwickeln, habe aber eine gewisse IT-Affinität und auf der anderen Seite habe ich einen Kunden. Und wenn man das zusammenbringt, das macht unfassbar viel Spaß. Ja. Also Vertriebler werden oft als unehrlich wahrgenommen und ich bekomme immer wieder das Feedback, Mario, du bist ja kein typischer Vertriebler. Das nehme ich erstmal als Kompliment, weil dahinter dann oft steckt, oh, dieser Typ, der halt mit dem Koffer daherkommt, ach, kauf das, kauf das, kauf das, kauf das, kauf das. Die zweite Frage, die da drin war, war, wie schaffe ich es, dass ich ehrlich kommunizieren kann? Ja, also wenn ihr eine ehrliche Persönlichkeit seid, dann bleibt ehrlich. Also auch das ganz, ganz wichtig in einem Gespräch, wenn ihr etwas nicht wisst, weil ihr technisch nicht so tief im Thema seid, gebt das zu. Verkauft dem Kunden nicht irgendetwas. Wir können das, gar kein Problem, mache ich. Und dann kommt ihr zurück zu den Entwicklern, die sagen, hast du einen Vogel, das kostet 5 Millionen Euro, das kriegen wir nicht hin. Also bleibt ehrlich, ja. Und in dem Moment, wo ihr es schafft, ganz klar, also es gibt ja zwei Sachen. Auf der einen Seite beschäftige ich mich natürlich damit, wie ich Gespräche führe und wie ich Verhandlungen führe. Da ich aber nur im Business-to-Business-Bereich unterwegs bin, beschäftigen sich die anderen auf die andere Seite ja auch, also Geschäftsführer, Abteilungsleiter etc. Das heißt, man ist geschult darin, miteinander auf einem gewissen Niveau zu verhandeln. Aber deshalb lüge ich ja nicht und deshalb mache ich keine Versprechungen, die nicht wahr sind, denn ich bin sehr, sehr fest davon überzeugt, dass man nur erfolgreich sein kann, wenn man es schafft, seine Kunden zu binden und langfristige Kundenbeziehungen aufbaut. Oh ja, seht ihr diese Folie? Wenn ihr diese Folie seht, ja. Wir haben uns überlegt bei NablaB, dass wir diese Beratungsdienstleistung, also erstmal so anfangen, dass ihr gerne einen 30-Minuten-Termin mit mir oder, wenn es technische Themen sind, mit Stefan buchen könnt, etc. Wir schauen dann. Schreibt mir gerne eine Mail, dann bekommt ihr einen Link zu einem Buchungssystem. Und dann verabreden wir einen Termin, sodass wir da in aller Ruhe mal über Fragen sprechen können zu dem, was euch gerade bewegt, beschäftigt. Und dann könnt ihr schauen, ob wir gemeinsame Wege gehen. Wir schauen, ob wir gemeinsame Wege gehen. Ja, und das an der Stelle, die Kontaktdaten stehen hier, können wir auch gleich nochmal in die Telegram-Gruppe schreiben. Ansonsten findet ihr das. Ja, ich freue mich, von euch zu hören. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Impulse geben. Die Zeit reicht nie, um das mal eben so allgemein in alle Themen einzusteigen. Mir macht es mega viel Spaß, darüber zu reden. Ich bin super gerne Vertriebler.
Ich arbeite sehr, sehr viel und sehr, sehr gerne. Und wenn man dann erfolgreich ist, dann macht es einfach unfassbar viel Spaß, wenn die Kunden auf einen kommen und sagen: Herr Stahl, schön, dass wir miteinander Geschäfte gemacht haben. Unfassbar cool. Ich höre jetzt auf zu quatschen.